Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Bernd Wegner, Respekt vor den Saarländern zu haben, das ist wichtig, aber diesen Respekt muss man ihnen auch zeigen. Und den kann man ihnen jetzt zeigen, weil ja jedem klar ist, und das haben die Vorredner ja auch alle gesagt, in der Bevölkerung ist inzwischen eine große Mehrheit nicht mehr mit den Maßnahmen einverstanden. Sie wollen ihre Freiheit, die Freiheit ihres Handelns wiederhaben. Aber unsere politisch Verantwortlichen haben meiner Ansicht nach ein Demokratieproblem. Die Bundeskanzlerin, die traut den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen nicht, dass sie ihre Sachen selber verhandeln können und selber nachher auch handeln können. Und unser Ministerpräsident mit seiner Regierung, die trauen auch den Bürgermeistern nicht zu, dass sie die Aufgaben erfüllen können. Und wenn zum Beispiel jetzt, Herr Hans, Sie haben ja schon mal gesagt, dass Sie überlegt haben, die Sache für das ganze Saarland oder die Kreise einzeln zu sehen, hätte man ja auch diese Kreise mal einzeln sehen können. Also mit anderen Worten, die Regierungen haben ein Demokratieproblem und unsere junge Demokratie im Aufbau ist in ständiger Gefahr. Und sie kann nur gerettet werden, indem man sie dauernd fortentwickelt und schließlich verwirklicht. Man muss Vertrauen haben in die Leute, die man vertritt. Und wer sind denn diese Leute? Gehen Sie doch mal in ein Wohnviertel, in einem beliebigen Dorf oder in der Stadt irgendwo. Und dann schauen Sie sich mal die Häuser an. Die sind in der Regel picobello und die Gärten hervorragend gepflegt. Wer hat denn das gemacht? War das die Regierung? Nein, das waren Einzelleute, dieses einfache Volk. Einfache, oft unterschätzte Volk war das. Und das sind Bäcker, das sind Schreiner, das sind Lehrer, Ärztinnen, Journalistinnen. Das sind, alle Berufe sind vertreten. Und die können ihre Sache hervorragend lösen. Und die können auch für ihre Gesundheit sorgen, mit Hilfe natürlich der Regierung, die ihnen Ratschläge gibt. Und mit Hilfe natürlich des Gesundheitssystems. Aber selbst müssen sie es machen und selbst werden sie es machen können. Und deshalb sind wir dafür, dass man ihnen die Freiheit des Handelns zurückgibt. Dankeschön.